Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video. Hier ist euer Herr Sunday. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier den H4 Microgravit 2.0 von LRP. Und ja, den habe ich heute bekommen. Und ich würde sagen, den packe ich jetzt erstmal aus. Und da ich leider kein Stativ habe, dummerweise, muss ich zwischendurch immer Pause machen mit der Aufnahme, um dann die vernünftigen Sachen dann, die Sachen dann vernünftig aus dem Karton rauszuholen. Also, gute Pause. So, jetzt habe ich den Karton geöffnet. Und hier haben wir das gute Stück drin. Da, den Quadrocopter. Fernsteuerung. Diverse Kleinteile, das Ladegerät, den Akku. So, ich nehme dann jetzt mal die Box hier raus. Also ich habe es schon im Shop, wo ich das gekauft habe, einmal aufgemacht, um zu gucken, ob alles drin ist. Dann habe ich hier die Schreibe. So, in der Plastiktüte befand sich, wie gesagt, die Schreibung, Bedienungsanleitung. Und so weiter. Gehen wir erstmal auf Seite. Ja, dabei dann noch ein paar LRP-Aufkleber. Hier so ganz kleine, großen. Egal, brauche ich nicht. Ja, dann einmal eben auf Seite. So. Ihn hinsetzen. Einmal den Quadrocopter selber. Da ist das gute Stück. Ist jetzt nicht so groß, also ich habe jetzt hier mal ein Lineal dabei. Da. Wenn ich das jetzt so dran halte, ja, knapp 20 cm. Hier nochmal gucken von der Seite. Ebenfalls. Also ist nicht sehr groß, auch im Vergleich zur Hand. So, Handvergleich. Ja, also Quadrocopter selber. Wie ich schon bemerkt habe, ist das obere Gehäuse und dieses Dingesgestänge abnehmbar. Jetzt, da sieht man es vielleicht. So Clips sind da. Dann haben wir dabei eine 2,4 GHz Fernsteuerung mit LCD-Display, 4-Kanal, 2,4 GHz FASS und hier haben wir den, wie auf der Verpackung beschriebenen, 360 Grad Looping-Knopf. So ist die Fernsteuerung. Dann ist hier der Akku. Und zwar ist das ein 300 mAh Akku. Wie viel Volt da jetzt drauf sind, steht nicht drauf. Keine Ahnung. Ach, steht sogar so eine Art Haltbarkeitsdatum drauf. Wow, kenne ich noch gar nicht. Okay. Dann haben wir hier einmal das Ladegerät. Da kann man zwei Akkus anschließen, zwei Büchsen, wie auch immer. Und hier ist der Anschluss für den USB-Kabel. Das heißt, es ist über USB-Kabel läuft es. Das, ja. So, nicht zuletzt diverse Kleinteile. Und zwar einmal Ersatzpropeller blau und schwarz. Dann für die Fernsteuerung Knüppel, wie ihr vielleicht gesehen habt, fehlen die hier. So irgendwie reinstecken können. Ja. Und ja, wie schon gesagt, der USB-Ladekabel ist halt zum Ladegerät. So, da haben wir hier noch einmal alles in einem Bild zusammengefasst.
unten links, also hier, Ersatzpropeller, Ladekabel, Ladegerät, Akku, Quadrocopter, Fernsteuerung, Anleitung, Aufkleber, das kriegt man alles für um den Dreh so 60 Euro. Natürlich alles hier bei LAP, ganz klar. Ja, und im nächsten Video sehe ich dann mal, ob ich ein ja, Driving-Video hinkriege. Also, dass ihr mal seht, wie das Ding fliegt. Und dann werde ich auch ein kleines Review abgeben. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.